Tim? Ich bin echt mies im Bauen heute. So. Robot? Stahl. Ach stimmt, Stahlproduktion war noch nicht automatisiert. Bäh. Tu das mal alles in die Kiste und aus der Kiste nehmen wir es raus, damit sich das wenigstens irgendwo staut schon mal. Weil das Feld da muss weg. So, wir sind bei 4 fast. Ja. Ja, okay. Aber ich kann es nicht weiterbauen. So, das Muster ist auch noch gar nicht hier, ne? Nee, ist es nicht. Warum ist es... Ah, ich wollte gerade sagen, warum ist es so dunkel? Aber das war die Übergangsphase von dem Zwielicht zum Ganzdunkel. Und erst im Ganzdunkel springt das Alienlicht an. So, hier waren Solar Panels. Bis da. Das heißt, hier sind die Akkureihen. Da und da. Gut. Dum, dum, dum. Solarreihe, Turmreihe, Akkureihe. Das heißt, ich könnte, damit der Giro in der Zukunft das sich auch merkt, wo was hinkommt, hier schon mal ein paar Akkus hinbappen. So. Angriff. Was? Wie kommt der nach da unten? Da. Ihr kommt nach unten, weil da keine Mauer... Oh, irgendwo ist da noch Angriff? Ne, das ist der alte Angriff. Wo nagt ihr rum? Was? Achso, da hinten. Habe ich einen Laserturm? Bau mal schnell einen Laserturm. Warum ist das Licht aus? Irgendwas ist hier. Licht ist wieder an. Licht ist wieder aus. ETF. Stell den Laserturm dahin. Gut. Laserturm. Ne, der Angriff ist vorbei. Achso, wenn ich nah ranzoome, geht das Licht aus? Ja, wenn ich nah ranzoome, geht das Licht aus. Das ist sehr komisch. Okay. Ich darf also nicht mehr nah ranzoomen. Gut zu wissen. 2,5 Gigajoule. Ja, auch jetzt flackert das Licht. Also ich glaube, irgendwas ist mit dem Alien-Licht nicht so ganz in Ordnung. Das müssen wir im Auge behalten. In der Zwischenzeit... Stellen wir mal ganz viele von den weißen Boards her. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und Mauern. Ja, Mauern wäre so eine Sache, ne? Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal die... Achso. Du musst da kurz weg. So, einer weniger von euch. Achso, und du wir haben keine Ärmchen. Okay, die alle wieder abbrechen. So, weg. Ich brauche ganz viele stinknormale Ärmchen. Mittig. So. Steinmauern wollte ich machen. Also brauche ich Stein. Wir haben keinen Platz. Ja, das ist richtig. Das ist alles voll mit Zeug. Eisen. Kupfer. Stein. So. Du Schmelze, hör auf, das da zu machen. Krieg Stein. So, was wird sich wieder irgendwo irgendwas verfangen? Oder ist okay? Na ja, nimmst Stein. Dann machst du aus zwei Steinen einen Stein. Zwei Steine, einen Stein. Ja gut, beim Silber kann sie nichts verfangen, weil es nimmt immer einen Silberbrocken und macht daraus einen Silberbarren. Beim Stein, wenn es halt eine ungerade Zahl gerade ist, dann bleibt halt einer drin hängen. Deswegen kann sich verändern. Gut, und du brauchst unbedingt eine größere Kiste. Du brauchst eine... Ja, wir hatten keinen Stahl. Das war auch so eine Sache, ne? Mach mal hier Stahl und hol mal neues Eisen von oben.
Oh, Eisen schaut nicht gut aus. Aber wir haben hier bald unsere besseren Replikatoren. Dann können wir die Eisenplatten direkt herstellen. Dann sparen wir uns diesen ganzen Wust. Aber ja, der Mod ist echt super überpowered. Aber es macht bestimmt richtig Laune später, so eine Ultra-Hightech-Basis zu haben. So, die Grundsachen kannst du wieder mitnehmen. Mach mal eine Holzkiste daneben mit Krams, den ich jetzt nicht unbedingt brauche, aber später vielleicht. Ich habe jetzt über der Basis komische Kisten verteilt. Die werden später einfach zu lilanen Kisten gemacht und die Roboter sortieren es dann ins Lager. Das ist okay. So, Silber, Silber, Silber weg. Komische Rohstoffe. Gut. Stahl und Ziegel, Stahl und Ziegel. Gib mir Mauern. 13 werden nicht reichen. Die Mauer muss gehen bis wo? Das ist eine gute Frage. Eigentlich nur bis hier so, ne? Hier sieht gut aus. Also, dass die Aussortierkiste gerade noch draußen ist. Nimm mal die ganzen Aussortiersachen mit und schmeiß sie hinter der Mauer in eine neue Kiste. Hier. Aussortier, aussortier. Aussortier, aussortier. Nein. Boiler aussortier. Die Dinger, ne, die brauche ich zwischendurch noch. Aber können auch erstmal rein. Wir haben hier noch keine Aussortierer. Ja, ist okay. So, die noch mit, das noch zu. Oh, ich bräuchte noch das Muster erstmal da, um zu gucken, wo überhaupt die Mauer endet dann. So, gib mir bitte Steinziegel, ganz, ganz viele Steinziegel. Ah, das ist ein Anfang. Flupp. Jetzt haben wir 27 Stück. Yay. Und wo kamen die überhaupt her? Ach, von der Basis da wahrscheinlich, weil die am Schnüffeln ist, hm? Ja, okay. Bereiten wir uns langsam drauf vor. Die Überreste können ja auch mal alle weg. Aus den Oh. Das ist ein bisschen Eisen. Okay. Ich maul hier rum, dass ich kein Eisen habe. So, du raus, du rein. Du einfach nur rein. Dann mach ich jetzt die Hälfte Stahl und die andere Hälfte Steinziegel. Zack. Gut. Nimm. Die grünen Tränke sind geil. Alles voll hier. So, du bekommst mal einen ganzen Stack. Du bekommst auch mal einen ganzen Stack. Und Eisen und Eisen. So. Hier dröhne ich auch überall noch was rein, damit mein Inventar nicht ganz so zuläuft. Gut. Gut. Ich brauche davon auch noch mehr. Also von denen da brauche ich nochmal zwei davon. Her. Die Poles sind fertig? Ja, sind sie. Dann setzt du mal die Poles einmal hier lang, damit ich bis da hinten gucken kann und dann, wo der Knick kommt. Da. Können wir nicht einfach irgendwie mit total super Hightech die Eigenrotation des Planeten aufheben, damit wir durchgehend Sonne haben? Und die gesamte Oberfläche verbrannt wird, damit sie einheitlich aussieht? Geht das nicht irgendwie? Sollten wir unsere Wissenschaft mal drauf ansetzen. Alles viel zu unterschiedlich aus hier. Mit grün und braun und komischem Pflanzenzeug. Hier wollten wir, ne? Nee. Hier dann runter. Auch wenn es nicht so super effektiv ist, aber mein Gott, das kleine bisschen Steinmauer, das können wir uns leisten. Bald. alte Sachen weg. Ja, schade um das Ölfeld, aber Öl können wir auch selber replizieren. Wir brauchen eigentlich nur Platz in diesem Modpack. Mehr brauchen wir nicht. Stein holen. Oh, Roboport. Bau ein Roboport. Das habe ich ganz vergessen. Und dann blaue Tränke demnächst anfangen schon mal zu machen. Warum brauchen wir ein grünes Grisselding? Das da unten rechts.
so für Alternativrezepte vielleicht? Also wir können vielleicht irgendwie mit Yoki, daher kommt das grüne Grisselding nämlich, können wir irgendeins der Subkomponenten da herstellen. Ja gut, aber das dauert eh noch, bis wir da ankommen. Nimm mit. Brech den mal kurz ab. Ich würde die Mauer ganz gerne zu Ende bauen, bevor wir da jetzt eine halbe Stunde an dem Roboport rumbasteln. Na, zwei können wir jetzt schon bauen. Und wir kriegen irgendwelche Bling-Blings. Ein noch. So, richtig? Richtig. So. Zweifach Mauer schon mal anfangen. Wobei ich eigentlich jetzt auf andere Mauern gehen sollte. Also Sandmauern oder was auch immer. So, das Licht geht wieder an und aus. Das ist nicht so schön. Haben wir noch Alien-Lampenzeug? Nee, haben wir nicht. Na, ist auch schade. Aber gut. So, Replikatoren sind fast durch. Roboport kommt gleich. Wobei das sehr lange dauern wird, die da alle zu bauen. Was nun? Normale Forschung stapelt sich hier. Ich könnte ja fast... Also ich könnte hier eine Ecke grüne Ärmchen... Ich könnte sie einfach alle mal einsammeln. Könnt ihr mal alle einsammeln. Und dann tue ich sie in die Kiste. Und mache das Ärmchen kaputt. Also drehe es weg. Weg. Das heißt, jetzt kann es sich wieder alles stauen. Und wenn wir dann später mit der richtigen Forschung wieder anfangen und die Tränke hier dann wieder leer sind, dann können wir die Notfallärmchen wieder anmachen. Das klingt doch gut. Weil ich will nicht, dass hier irgendwie die hier aufhören zu arbeiten, weil sich das bis ganz nach hinten durchstaut. Das wäre schon komisch. So, wir haben mehr Magnete als Erz. Nicht mehr lange. Ja doch, an der Dingens ändert sich ja nichts. An der Ratio von Dingens zu Dingens. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil du kein grünes Erz bekommst. Ja, also vielleicht ein bisschen Overkill mit zwei Fabriken hier. Nimm du mal die ganzen Eisenplatten raus und tu sie mal bei ihm rein. Dann arbeitet nur noch der da. Gut, jetzt haben wir 6 Stück, die davon arbeiten. Es könnte noch einer hier hin. Aber der eine macht keinen Unterschied. So. Ihr seid alle fleißig am Rödeln. Gut. Dann setzt den bitte mal. Das war doof. Den bitte mal hier hin. Denn es da jetzt ein Feld, was nicht abgedeckt wird, aber gut. So, 38 weiße Chips sind in Produktion. Das ist wenig. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Und mach da eine Pufferkiste hin. So. Damit sich auch das Feld hier oben irgendwann im Wohlgefallen auslöst und wir ohne schlechtes Gewissen hier irgendwas anderes hinbauen können. Ja. Verbringe jetzt mal die Zeit, bis die Forschung durch ist mit Umbauaktionen. Strom. Nähert sich der 4, noch was? Ja, hier steht Total Time, aber die aktuelle Uhrzeit... kann ich nicht einstellen, oder? Was ist das hier alles? Wow. Nein. Ich will Minen. Debug. Delete Turrets. I want Turrets. Was ist Pollution Damage? I want Walls. Sicher, sehr sicher. Was? Nee, Cancel. Okay. Das mit Pollution Damage klingt nicht schlecht. Also vielleicht, wenn man richtig, richtig viel Umweltverschmutzung hat, das Gebäude dann Schaden nehmen. Interessantes Konzept. Resin brauche ich nicht. So, wird's gerade dunkel?
Ist schwer zu erkennen. Ja, doch, es wird dunkel. Solarpanels sind bei 7,3. Müsste jetzt eigentlich weniger werden, oder? Wird weniger. Wir sind bei 4,5 Gigajoule gleich. 7,3. Komm schon, wird richtig dunkel. Ich muss Forschung betreiben und Informationen sammeln und Dinge. Ha, 7,2, 7,1. Also die Solarpanels schaffen es gerade eben, die momentanen Akkus voll zu füllen. Könnte daran liegen, dass ich 20 Stück geklaut habe. Und das deswegen nicht so gut klappt. Aber trotzdem sollten wir Solarpanels demnächst wieder bauen. So, Replikatoren 2 sind fertig. Damit können wir jetzt erforschen. Replikatoren 3. Wir können Eisenplatten replizieren lassen direkt. Das klingt sehr schick.